Freunde des Boxsports, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der erste WM-Kampf des Abends kann beginnen. Es geht über 12 Runden im Supermittelgewicht. Es geht um die Weltmeisterschaft. Der Herausforderer stammt aus Afrika, aber fühlt sich längst in Australien zu Hause. Hier ist er, Sakio Bika. Meine Damen und Herren, der Herausforderer, hier ist der Sakio Bika. Sein Gegner fühlt sich hier sehr zu Hause. Er ist geboren in Schwarzenberg, ganz in der Nähe von Zwickau. Er ist Sachse. Er ist der Weltmeister. Hier kommt er, ihr und euer, Markus Beyer! Sexy bodies in the crazy house, moving, dancing to the DJ sound. Oh, feel the music deep down inside. On the dance floor, we rock our body right slow. Ladies and gentlemen, tonight we proudly present the super middleweight world champion, Markus Beyer. It's showtime. Fight. Get ready. KO.
Und hier ist der Titelverteidiger, der Weltmeister, Markus Beyer. Meine Damen und Herren, bleiben Sie doch gleich stehen, bitte. Es folgen die Hymnen. Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bevor es jetzt losgeht, schnell noch ein paar Informationen. Vor allem den Herausforderer wollen wir Ihnen ein bisschen näher vorstellen. Sakio Bika aus Australien ist 27 Jahre alt, wog 76,2 Kilogramm bei 1,81 Meter Körperhöhe. Profi seit 6 Jahren, hat seitdem 22 Kämpfe bestritten, 20 davon gewonnen, 13 durch K.O. und ein Unentschieden steht auf seiner Karrierebilanz. Den Titelverteidiger kennen Sie, Markus Beyer aus Deutschland. Inzwischen 35 Jahre alt, 76 Kilo bei 1,76 Meter durchtrainiertem Körper. Profi seit 10 Jahren, in der Zeit 36 Kämpfe bestritten, 34 hat er gewonnen, 13 davon durch K.O. Die WBC-Delegierten am Ring sind Juan Sanchez aus den Vereinigten Staaten und Ruben Martinez aus Spanien. Die 3-Punkt-Rechter sind Ian John Lewis aus England, Gary Ritter aus den Vereinigten Staaten von Amerika und Massimo Barovecchio aus Italien. Der dritte Mann im Ring ist Joey Cortez, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Die WBC-Weltmeisterschaft im Supergemittelgewicht. Über 12 Runden zwischen Sakio Bika und Markus Beyer. Heimspiel für Markus Beyer.
30 Kilometer von hier in Schwarzenberg ist er groß geworden, auch boxerisch im Übrigen als Amateur. Und heute hier will er seinen Weltmeistergürtel verteilen. Okay, gentlemen, we follow the rules in the dressing room. I expect a good, clean fight. Obey my commands at all times. And remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Touch them up. Dritter Mann im Ring, Joey Cortes. Eine Ehre, ihn hier zu haben. Vielleicht der beste Ringrichter in der Welt. Auf jeden Fall zählt er zur absoluten Spitzengarde in seiner Zunft. Hat schon mit den ganz Großen im Ring gestanden. Markus Beyer in Zwickau vor 14 Monaten im März gegen Danny Green. In diesem berühmt gewordenen Revanchekampf zeigte er seine vielleicht beste Leistung in den letzten Jahren und hat diese danach in Kämpfen gegen Omar Sheikha und auch gegen den Leichtathleten, gegen den weglaufenden Italiener Colagiani bestätigt, als er die Nerven behielt und nicht wild hinterher ging. Er ist gereift, sagt Uli Wegner. Und diese Reife wird er brauchen gegen einen aufstrebenden jungen Mann aus Australien. Mit 27 Jahren ist man boxerisch noch jung. Vor allen Dingen, wenn man erst insgesamt 22 Kämpfe bestritten hat als Profi. Sakyo Bika, der Mann, den sie den Skorpion nennen, weil er auch zu stechen versteht. 13 K.O.s hat er auf seinem Konto. Ein bisschen verkehrte Welt und das könnte Fußprobleme gelegentlich bringen. Denn Markus Beyer boxt in der Rechtsauslage, also die linke ist die Schlaghand, die rechte die Führhand. Und umgekehrt ist es bei Sakyo Bika. Der die australische Staatsbürgerschaft hat, aber in Kamerun gebürtig ist, in Douala, eine Hafenstadt im Süden von Kameruns. Nach den Olympischen Spielen 2000 blieb er in Sydney und wurde Profi. Gilt als jemand, der dem Gegner den Kampf anträgt, aber er ist kein wilder Schläger, kein wilder Draufgänger. Er versucht, das kontrolliert zu tun und viel über die Physis zu machen. Das ist seine Stärke. Erste bessere Aktion von Markus Beyer, der dann, wenn Bika angreift und versucht, seine Rechte einzusetzen, die Distanz halten bzw. dann eben wieder verlängern muss. Obwohl er ja selbst den Nahbereich braucht, um seine Stärken als Konterboxer ausspielen zu können. Gute Linke von Beyer und dann gleich den Rückzug angetreten, rein raus. Atemlose Stille hier, jetzt erst rhythmisches Klatschen für eine Runde, in der bisher nicht allzu viel passiert ist. Der Herausforderer hat zu wenig getan, um sich diese ersten 3 Minuten sichern zu können, wenn da hinten raus nichts mehr kommt, aber das sieht nicht so aus. Markus Beyer geht mit einer ersten Runde in die Pause. Super gut, Markus. Aktiv sein, hast du gehört, schneller reagieren, Hand rein. Tun war gut. Jawohl, bist du aktiv drin? Ja, kriegst du was. Hat immer wieder geschlossen sein, andeuten mit dem Körper. Ist gut. Ist gut. Spucken. Kein Problem. Schön konzentriert bleiben. Bewegung bleiben, Back. Immer wieder in Bewegung bleiben. Weg. Nicht mal zur zweiten Runde. Aufpassen. 8 Jahre alt, das Unterschied zwischen Sakyo Bika und Markus Beyer, der am 28. April 35 Jahre alt wurde. Und es gibt auch Reichweitennachteile. Die Ringe zwar, aber immerhin, sie sind da. Ungefähr 1,81 ist Sakyo Bika und Markus Beyer misst 1,76 Meter.
Haben Sie eben schön die Fußstellung gesehen? Das kann gelegentlich Probleme bringen da unten, dass man sich gegenseitig auf die Zehen pettet. Sehr abwartend, sehr verhalten. Auch der Auftakt zu dieser zweiten Runde von beiden Seiten. Die kurze Rechte mit der Führhand von Markus Beyer. Die Chance für Markus liegt auch darin, dass der zwar hart schlagende Sakio Bika dafür aber richtig Schwung holt, oft seinen ganzen Körper mitnimmt und ein bisschen telegrafiert, wenn er die Rechte einsetzen will. Das ist die Chance. Die Millisekundenchance, die Markus Beyer hat, um die Distanz dann aufzulösen, länger zu machen und Sakio Bika die Gefährlichkeit zu nehmen. Rechte rausgezischt und dann die linke gleich zum Körper genommen, gut abgedeckt durch Markus Beyer. Das Verteidigungskonzept, das ja auf dem Trainingsplan von Uli Wegner in der Zusammenarbeit der jahrzehntelangen dieser beiden immer wieder einen wichtigen Punkt einnimmt, voll umgesetzt bisher. Schön zu sehen, dass Markus Beyer immer dann einen Schritt zurück macht, wenn Sakio Bika versucht, den Vorwärtsgang einzulegen. Die Beinarbeit des Mannes aus Kamerun solide, aber nicht allzu schnell. Auch das ist eine Chance für Markus Beyer, der der technisch ausgereiftere Boxer ist und auf den Ring sich bisher sehr gut eingeteilt hat. Also für einen Herausforderer, da Sie gerade das Klopfsignal für die letzten Sekunden dieser zweiten Runde gehört haben, macht Sakio Bika bisher zu wenig. Das wird auch Wilfried Sauerland nicht anders sehen. Der Stallbesitzer, zwei Weltmeisterschaftskämpfer an einem Abend. Der nächste folgt ja gleich in der ARD. Arthur Abba. Markus muss etwas mehr Bewegung reinbringen. Die Schlagern mehr rein, immer in die Mitte. Nicht dran denken, immer schneller reagieren. Die ist bestimmt weg. Pass auf. Bisschen mehr machen. Bisschen mehr machen. Nicht rein, aber immer wieder anfeuern. Immer finden wieder, mein Junge. Immer wieder selbstsicher. Du schaffst das schon. Schön Schnur gerade beide Hände erstmal. Ja? Mal im rechten Aufwärtshaken versuchen. Ringfall zur dritten Runde. Round 3. Alright, seconds out. Seconds out. Die beste Aktion eben von Markus Beyer, aber viel haben wir nicht gesehen in dieser zweiten Runde. Deswegen auch die Ermahnung von Uli Wegner eben in der Ringpause. Du musst wieder ein bisschen mehr tun. Einen bedeutenden Gegner hat Sakio Bika gehabt gegen seinen australischen Landsmann Sam Soliman. Weltbekannter Mittelgewichtler. Aus dieser Kategorie kommt ja auch er. Hat er nach Punkten in der Heimatstadt von Soliman verloren in Melbourne. Und zuletzt hat er gegen Yoshihiro Araki, den japanischen Meister, den Ozeanien-Pazifik-Titel im Mittelgewicht geholt. Er ist als Mittelgewichtler hier aufgerückt in Supermittel, war Nummer 13 der WBC in der Kategorie darunter. Das ist möglich, man muss so hoch platziert sein, aber dann kann man ohne weiteres auch eins aufrücken. Denken Sie beispielsweise an Roy Jones Junior, obwohl wir die von der Klasse her nicht vergleichen wollen. Aber auch da war so etwas möglich, als der dann im Schwergewicht boxte. Den Ansatz des Konterboxers Markus Beyer gesehen.
Schöne Linke jetzt ins Ziel gebracht. Hat Geschwindigkeitsvorteile. Markus Beyer gegen Sakyupina. Ein paar Punkte gesammelt und dann wieder ruckzuck Beyer und dann wieder explodiert. Er muss auch erstmal den richtigen Rhythmus finden. Und Markus Beyer ist in dieser dritten Runde auf einem besseren Weg als im Durchgang zuvor. Jetzt ist ein, zweimal erwischt worden von Sakyupika. Der wittert seine Chance, versucht nachzusetzen. Fußfehler. Markus versucht das jetzt hier durchzustehen. Offensichtlich beeindruckt von diesem wie aus dem Nichts herauskommenden Treffer. Das ist die Gefahr bei Markus Beyer, weil er in den Schlagbereich des Gegners hinein muss, um seine Stärken auszuspielen. Und dann kann es ihn natürlich auch mal erwischen. Das haben wir ihn des Öfteren gesehen. Fing gut an, die Runde für Markus Beyer. Nach dem Klingelzeichen noch geschlagen, Vorsicht. Die bisher interessanteste Runde hier in Zwickau. Nicht aus der Hand geben lassen, wenn du. Nochmal. Bewege, Markus, nicht stehen. Nicht stehen, Markus. Nicht stehen. Nicht stehen, Markus. Bewegen. Bewegen. Und die vom Brustbein weg. Immer wieder. Vom Brustbein weg. Rüber. Bam, bam. Dran Hände immer noch. Bam, bam. Vom Brustbein rüber. Und wenn er so eine Stunde und lassen ruhig leer laufen. Das ist richtig. Hier die knifflige Situation für Markus Beyer. Linker Haken zum Kopf. Und dann nochmal nachgesetzt durch Sakyupika. Sie meinen in der Analyse erkannt zu haben, dass Bika, der die Linke sehr viel kürzer und schneller schlägt, vielleicht sogar ein Verkappter ist, wie man so schön sagt. Für die Rechte auf jeden Fall braucht er immer ein bisschen Anlauf. Und es war die Linke, die Markus Beyer eben in Bedrängnis gebracht hat, die er auch variabler schlagen kann als die Rechte bisher. Hat man das sehr schön gesehen, dass Bika den Körper immer voll mitnimmt. Da verpufft natürlich auch viel Kraft. Und im Lager von Markus Beyer, speziell Uli Wegner, hofft man darauf, dass das so viel Kraft kostet, dass er mit den Runden müder, langsamer noch wird. Ausgerutscht, keine Schlagwirkung. Zunächst einen eigenen Schlag gelandet, dann nachgesetzt. Dann wich Bika aus und dann gab es da unten wieder ein Fußproblem. Das ist eben, wenn sich zwei verschiedene Ausleger gegenüberstehen, dann berührt man sich sehr oft mit den Füßen. Muss man sehen, dass man seinen eigenen möglichst auf den des Gegners bringt und nicht unter. Ist interessanter geworden, abwechslungsreicher in dieser dritten Runde und verbissener in der vierten. Kopfstoß von Bika, unabsichtlich, sagt der Schiedsrichter. Und sie gucken jetzt auf den Cut, den Markus Beyer da hat. Professor Dr. Walter Wagner, der Ringarzt. Schauen wir mal hin, wo der Kopfstoß war.
Das zunächst mal war Schlagwirkung und dann der Kopfstoß, ja. Aber unabsichtlich, es hat wehgetan. Joe Cortez hat sofort entschieden, unabsichtlich. Möglich wäre es, dass Professor Dr. Walter Wagner empfiehlt, abzubrechen. Und es sieht so aus. Die Entscheidung hat allein der Ringrichter, Joe Cortez. Es wird ein technisches Unentschieden geben. Wir sind in der vierten Runde. Und erst nach der vierten wird es zu den Punktkarten gehen. Malcolm Garrett, der Mann aus Chicago, der die Fäuste wickelt und die Cuts behandelt. Nochmal bei Marcus Beyer. Der Kampf ist vorbei. Und Sie sehen auch warum. Die Linke voll im Ziel und dann der Kopfstoß hinterher. Accidental, also unabsichtlich, hat der Ringrichter hier, Joe Cortez, noch einmal bestätigt, direkt vor unseren Augen. Marcus Beyer bleibt Weltmeister. Aber so hat sich das natürlich keiner hier vorgestellt. Die Zuschauer pfeifen, aber es ist alles regelgerecht. Schauen Sie das. Schauen Sie das Gesicht von Marcus Beyer. So kann man nicht weiterboxen. Das ist zu gefährlich. Völlig korrekte Entscheidung vom Ringarzt und vom Ringrichter, der die Empfehlung des Arztes aufgenommen und entsprechend gehandelt hat. Das ist ein automatisches Rematch normalerweise für Sakio Pika, der sich hier nicht betrogen zu fühlen braucht, denn er wird die neue Chance erhalten. Ralf Scholz, bitte. So, meine Damen und Herren, um Sie ein bisschen aufzuklären, wie das Ganze gewertet wird. In der Fachsprache heißt das Technical Draw, also technisches Unentschieden durch die Verletzung von Marcus Beyer. Unabsichtlicher Kopfstoß in der vierten Runde. Und dann hat der Ringrichter Joey Cortez auf Abbruch dieses Kampfes entschieden. Dadurch bleibt Marcus Beyer Weltmeister der WBC. Automatisch aber gibt das, wenn alles normal läuft, ein Rematch. Also wir können uns dann darauf einstellen, dass es diesen Kampf Sakio Pika gegen Marcus Beyer noch einmal geben wird. Sakio Pika, er wird eine neue Chance bekommen müssen. Das ist normalerweise Usus. Und das Boxen, dem man ja viele Nicklichkeiten nachsagt, ist in der Beziehung ein honoriges Geschäft. Das kann man eigentlich anders handeln. Aber gucken Sie sich diesen Cut an. Das ist einfach zu gefährlich. Und es wird hier völlig regelgerecht vorgegangen. Das muss man auch noch mal sagen, wenn Sie die Pfiffe in der Halle gehört haben. Wir haben den Vorteil des Fernsehbildes. Wir sehen, dass hier die Linke einschlägt. Er danach fällt und mit dem Kopf voll auf Marcus Beyers Wangenknochen dort oben stößt. Das war unabsichtlich, richtig gewertet. Und das kann dann nach den Regeln, wenn man wegen einer solchen Verletzung nicht weitermachen kann, nur ein technisches Unentschieden sein. So schreiben es die Regeln vor. Auch die Uniform Rules, also die in den anderen Weltverbänden, da ist das ähnlich so wie hier bei der WBC, beziehungsweise eben ganz genauso. Richtige Entscheidung von Joe Cortez. Marcus Beyer lädiert und vorerst verhindert, die ganz großen Pläne vielleicht umzusetzen. Ralf Scholz mit Marcus Beyer. Ja, Marcus Beyer steht hier in der Ecke, hat sich zunächst mal einen dicken Beutel Eis aufs Auge gepackt. Sakio Pika kommt und entschuldigt sich hier bei Marcus. Faire Geste, denke ich. Ja, Marcus, schildern Sie mal die Situation aus Ihrer Sicht, wie das Ganze passiert ist. Ja, ich wollte den Mann rein und er
nimmt den Kopf runter und stößt dagegen und na gut, habe ich keine Chance. Ich hätte gern weitergemacht, aber es ist wirklich zu tief. Ich sehe nichts mehr auf dem Auge. Es tut mir einfach leid. Ja, ich glaube, da geht die Gesundheit ja absolut vor. Wird es das Rematch geben? Ist das einer, wo Sie sagen, gegen den will ich jetzt noch mal zeigen, was ich kann? Ja gut, sicher. Also will ich mich mit so einer Niederlage oder also mit so einem Unentschieden nicht zufrieden geben. Was dann jetzt daraus wird, das müssen die Manager, das muss Herr Sauerland entscheiden, was jetzt passiert. Und da vertraue ich ihm auch voll, dass er da das Beste draus macht. Lassen Sie sich verarzten. Gute Besserung. Vielen Dank, Markus Beyer. Back or was it an intentional headbutt? You know, it was intentional headbutt. It was maybe accident because when I saw the fast forward replay, unbeabsichtigter Kopfstoß. Ich habe das ja auch in der Zeitlupe gesehen. Das war doch ganz klar. Unbeabsichtigt. Ich möchte einfach nur dem Publikum noch mal sagen, dass sie nicht auf mich wütender sein sollen. Das war absolut ein Unfall. Und jetzt kann man noch auf Abraham sich freuen und dann freut man sich auf den nächsten. Das ist doch jetzt auch ein Rematch zu machen. Ja. Ich möchte natürlich einen Rematch haben. Und ich möchte auch, dass Markus Beyer mir das Rematch gibt, damit wir ausboxen können, wer nun der Champion ist. Also ich würde mich sehr freuen, wiederzukommen. Vielen Dank. Ich möchte auch noch Sutherland, you let me forgive me the opportunity for fight for darum the bitten, dass man mir verzeiht, dass ich das abgebrochen habe. Aber ich möchte dem Publikum danken, ich möchte meiner Familie danken, ich möchte meiner Frau danken, meinen Freunden, all meinen Freunden. Ich weiß, dass alle mir die Daumen gedrückt haben. Es tut mir leid, dass es unbeabsichtigt dazu kam. Okay, das ist sportlich. Danke, Sakio.